der muss doch mal in die Psychiatrie eingewiesen werden. Also in unserem Psychiatrie-ABC in 90 Sekunden machen wir heute E wie Einweisung. Und ich erkläre, dass es die Einweisung in die Psychiatrie natürlich gar nicht gibt. Es gibt verschiedene Arten, in die Psychiatrie zu kommen, aber keine davon ist, man ruft in der Klinik an und die holen einen irgendwie ab oder so. Also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da ist es durchaus so, dass die Eltern im Rahmen ihres Aufenthaltsbestimmungsrechts Kinder auch in die Klinik unterbringen können. Ansonsten in der Erwachsenenpsychiatrie ist es so, dass mindestens 90%, wahrscheinlich noch deutlich mehr, freiwillig in die Klinik kommen. Und auch da gibt es eine Einweisung in die psychiatrische Klinik. Das ist ganz normal die Krankenhauseinweisung, wie sie auch bei der Blinddarmentzündung oder zur Nasenoperation erfolgt. Das ist eine Einweisung ins Krankenhaus, hat aber nichts damit zu tun, dass hier keine Freiwilligkeit besteht oder so. Und dann gibt es noch drei Sonderformen. Die eine ist die Unterbringung nach dem PsychKG. Das ist, wenn jemand eine akute Gefährdung aufgrund einer psychischen Erkrankung darstellt, zum Beispiel aufgrund einer Psychose mit einem Stock irgendwie Leuten hinterher schlägt, dann kann man ihn sehr wohl zur Behandlung auch gegen seinen Willen unterbringen. Das geschieht dann meistens mit der Polizei, dem Ordnungsamt und dem Rettungsdienst gemeinsam. Und es gibt auch eine Unterbringung nach Betreuungsrecht. Das ist, wenn Menschen chronisch psychisch krank sind und die Behandlung hilfreich sein wird, der Mensch selber aber aufgrund der Erkrankung das nicht so richtig erkennen kann. Aber das sind noch seltenere Fälle. Und schließlich gibt es die Einweisung in die forensisch-psychiatrische Klinik. Das ist aber wieder was anderes, denn das sind ganz andere Kliniken und da ist auch jeweils eine schwere Straftat vorausgegangen. Allerdings zusätzlich zu einer psychiatrischen Erkrankung, die ebenfalls eine wichtige Rolle dafür spielte. Das sind aber Einrichtungen eher wie Justizvollzugsanstalten mit zusätzlicher psychiatrischer Behandlungsmöglichkeit. Wenn man in der Presse also liest, der ist in die Psychiatrie eingewiesen worden nach einer schweren Straftat, dann bedeutet das in der Regel in eine spezielle forensische Klinik. Also das ist die Einweisung. Dann gäbe es auch noch die Einweisungsdiagnose, aber da wollen wir bei anderer Gelegenheit mal drüber sprechen, denn die ist manchmal hilfreich, manchmal auch nicht. Morgen, EF, kommt der Buchstabe F. Was soll ich denn da besprechen?